Medien mit Weida Video. Medien mit Weida hat mit dem Blogger Lukas Heinser gesprochen. Warum betreiben Sie diesen Blog? Der Antrieb, jetzt das weiterzumachen, ist unter anderem, dass wir finden, dass in Deutschland der Umgang mit eigenen Fehlern bei Journalisten ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Das heißt, Journalisten tun meistens so, als ob sie selber keine Fehler machen würden. Und wenn sie dann mal welche gemacht haben, versuchen sie sich irgendwie immer rauszureden oder irgendwie das Ganze unauffällig zu korrigieren. Und wir würden uns einfach wünschen, dass das so stattfindet wie in seriösen angelsächsischen Blättern, dass dann einfach gesagt wird, ja, wir haben einen Fehler gemacht und der Fehler war hier. Und klar, Fehler können immer passieren, auch im Journalismus und gerade im heutigen Journalismus unter Zeitdruck, Gelddruck und sowas kann das schnell passieren. Die Frage ist einfach, wie man damit umgeht. Was ist das Besondere an diesem Projekt? Das Besondere ist womöglich die Leserzahl, die so bei um die 40.000 Leser pro Tag liegt und damit halt auch eine gewisse Bedeutung hat das Projekt im ganzen Medienbetrieb, weil wir eben auch wissen, dass die Journalisten da immer selber reingucken und dass viele Journalisten morgens den Computer hochfahren in der Hoffnung, dass sie nicht im Bildblock erwähnt werden. Was ist Ihre Zielgruppe? Zum einen natürlich die Journalisten, dass wir denen so ein bisschen auf die Füße treten und sagen, ey Leute, es ist nicht schlimm, wenn ihr Fehler macht, aber wenn ihr Fehler macht, dann geht doch bitte vernünftig damit um. Zum anderen aber auch die Leser und Medienkonsumenten und einfach in dem Sinne, dass wir wollen, dass die so eine gewisse Medienkompetenz auch erlernen einfach. Verdienen Sie Geld mit Bildblog? Ja, nicht nur mittlerweile, also das wirft seit einigen Jahren Geld ab. Das ist nicht viel, aber das ist schon ganz okay so. Warum ist das Internet für Ihr Projekt ein geeignetes Medium? Weil es ganz einfach ist, weil man einfach sich selber einen Blog einrichten kann, auf dem eigenen Server oder bei irgendeinem Bloganbieter und man kann einfach losschreiben und man braucht dafür keinen Verlag, man braucht dafür keine großen Redaktionen oder sowas. Man kann natürlich auch großen Mist ins Internet einfach selber reinsetzen, aber man kann da auch seriöse Arbeit machen und das ist, glaube ich, auch das ganze Spektrum, was Blogs auch so abdecken und es ist halt einfach, man kann einfach anfangen und Leser werden irgendwann dazukommen. Wenn sie nicht dazukommen, wird es schnell langweilig, aber meistens findet man ja dann doch Leser. Wenn Sie etwas am Internet verändern könnten, was wäre das? Natürlich findet man im Internet irgendwie sehr viele merkwürdige, manchmal auch sehr schlimme Dinge, aber ich finde, dass das Internet einfach ein Spiegel der Gesellschaft ist und das ist jetzt... Natürlich macht es manche Dinge einfacher, irgendwie die Anonymität und sowas, dann kann man irgendwie mal schneller draufholzen. Ich glaube, dass generell so Sachen wie Twitter und sowas dazu geführt haben, dass Themen sehr viel schneller verhandelt werden, dass viel, viel schneller die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird mit einer viel größeren Empörung. Aber das ist alles was den Menschen irgendwie innewohnt. Das heißt, das ist womöglich nicht das Problem des Internets, sondern das Internet macht das nur sichtbar, dass Leute sich halt auch gerne aufregen und sowas. Und von daher, ich würde dann nichts dran ändern. Das fände ich nicht sinnvoll. Medien mit Weida bedankt sich für das Gespräch.